schön gemächlich da in der Schule rum. Das geht. Und ich dachte mir erstmal so. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, wenn Feuer erlaubt. Das macht nichts. Das ist nur ein kleiner Kollateralschaden, wenn ihr da so ne. Schön gemächlich da in der Schule rum. Das geht. Und so. Guten Abend, meine lieben Freunde der schlechten Unterhaltung. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ich glaube, Season 8 ist das? Season 3. ich meine Folge hier. Ja, Folge, ne? Nicht wundern, ich heiße jetzt MSG. Folge 7. Vorsicht, Zombie. Folge 7. Ja, aber es ist doch erst Folge 5 online. Ja, ich habe noch nicht geschafft, die Folge 6 zu rendern. Bin ja dumm. Jo. So. Öfchen. Wir haben hier übrigens mal ein bisschen gebaut auf Screen, ne? Es gibt jetzt ein Lager. Außer ey, wo ist meine Happa-Happa-Kiste? Außerdem besitzen wir ein Minecart, welches immer Dinge von der Monsterfalle hierher transportiert. Übrigens ist das nicht gecheatet, sondern alles ehrlich erbaut. Ja. Und wir sollten mal am Gewächshaus weiterarbeiten, fällt mir so spontan ein. Können wir tun. Ich kümmere mich hier jetzt mal aber so ausführlich um dieses schöne Lager hier. Ja, ja. Tu, was du nicht lassen kannst. Ich muss mal ein bisschen... Peters, sind da hinten. Hallo Spinny, komm doch mal in die Falle. Hui, Spinny ist in die Falle. Ich höre gerade lustigen Rock'n'Roll an. Rock'n'Roll oder Sockenroll? Sockenroll. Oh, Kamikaze-Spinne auf Dach geklettert. Einmal Wolle und der Böhm. Ein Krieger. Zermischte Kerne in meine... Es soll Jailhouse Rock von Elvis Presley. Oh, eine schöne Lied. Na kommen Sie, Mr. Zombie. Manche Zombies, die ertrinken auch in Wasserstrom. Mach rum. Rossi Road, dein Geschenk ist da. Oh nein, jetzt habe ich Werbung für Rossi Road gemacht. Du spielst Crossy Road, oh Gott, bist du behindert. Ja, ich hab's mir heute mal runtergeladen, also vor 5 Minuten, weil PewDiePie hat das ja gebaut. Beziehungsweise Let's Play. Ne? Und hab ich gedacht, wenn das PewDiePie macht, dann könnte ich das ja auch mal probieren. Und das ist aber das einzigste Scheiß, ey. Ja, das dachte ich mir auch. Scheiße, ich hab das Piep schon. Oh, Mann. Ich vergiss immer das Piep. Du darfst ruhig das Piep vergessen. Scheiße. Fiel mir auch gerade ein. Und ich habe vergessen, die Monsterfalle aufzumachen. Das ist schlecht, weil da sind jetzt nämlich zwei Creeper drin. Ja, warte, ich kümmere mich drum. Ja, du müsst mal von unten reinkommen und das mal machen. Oh ja. Weil sonst... Eben nicht, du musst von unten, von den, wo es rein, von dem Eingang rein, den wir gebaut haben. Weißt du, da vor dem Haus, das Steinhaus da. Oder wir müssen versuchen, vorsichtig da ranzukommen. Genau das wollte ich verhindern. Warum ist doch nichts passiert? Ist doch im Wasser. Ja, trotzdem. Die Zombies haben aber kein Fleisch gegeben, das ist das Problem. Und warum ist die Tür offen? Weil ich vergessen habe, sie zuzumachen. Wiederbeleben. Und da kommt ein Creeper angeschwimmt. Wir sollten ja wieder ein lustiges Thema wie in Folge 5 ansprechen. Folge 5 au. Ich stand gerade in der Lava, warte mal. Ich muss mich erstmal hier verbrennen lassen, weil ich habe nämlich jetzt was ganz... Ist mir jetzt was ganz Doofes passiert. Mir ist nämlich, ja, der Creeper hat nämlich die Schilder unter der Lava zerstört. Ah. Deswegen.
Ah, warum? What the fuck? Warum habe ich gerade Schaden bekommen? Jackie kam online. Deswegen brauche ich Eimer und Schilder. Haben wir Schilder und Eimer? Schilder habe ich. Warte, ich komme zu Sie. Ey, wo gehen Sie hin? Ich gehe Lager. Nein, Schilder sind aber hier. Und wo ist Eimer? Eimer ist in die Eimerkiste. Wo ist die Eimerkiste? Du musst sie suchen. Oh, wie nett von Sie. Ich glaube, in die zweite Reihe links. Okay, zweite da. Reihe links. Eimer. Dann haben wir noch einmal Zombie Brain. Brain. So, und dann gib mir mal bitte Schild. Ja, Schild gleich mal. Oh Mann, wie viele Koppelkisten haben wir denn hier schon? Wie viel brauchst du? 4 Stück. Das reicht. Dankeschön, dass du mir die Schilder entgegengekotzt hast. Ah, scheiße, jetzt habe ich hier so ein komisches Private. Ach Mann, ich habe schon wieder das Piep vergessen. Ich bin echt ein dummes Kind, oder? Ja. Ah! Das hat sich nicht gut angehört. Ja, ich habe wieder einen Teil der Monsterfalle beim Versuch einer Reparatur in die Luft gesprungen. So ein dummes Kind. Warte mal, ich muss mal hier entgegenkommen. Nö. Ich hab genug selber. Ich muss bloß erstmal hier alles abdichten. So, und jetzt sind natürlich die Münstries, die hier unten rumschwimmen, die sind natürlich... Hey, ich bin kein Monster. Lass mal bitte, Wir haben uns gerade gegenseitig erschlagen, oder? Nee, ich lebe noch. Du lebst noch. Warte mal, bevor du wieder anfängst, mich töten zu wollen. Ach, schmeiß mir mal bitte noch einen Eimer Wasser entgegen. Ey, warum bin ich tot? Ich war gerade noch neben dem Skelett. Was läuft gerade? Ja, ich Johnny Cash, I walk the line. Ja, könntest du mir bitte dann mal noch einen Eimer Wasser entgegenschmeißen? Ich bin ja schon dabei, nerv mal nicht. Ich renn ja schon. Und dann kannst du gleich mit runter springen und mal die Cobblestones wieder wegmachen. Das hatte ich eh vor. Die habe ich bloß gemacht, damit jetzt kein Monster mir entgegenkommt und mir wieder alles um die Ohren sprengt. Ah, hinten steht ein Creeper im Haus. Dann entferne dich von ihm. Ich kann nicht noch mehr Elend gebrauchen. Er steht da unten auf dem Glas. Und nee, ist tot. Ja, es ist tot. Er ist tot. Was brauchst du? Ein Wassereimer? Ja. Wassereimer kommt gleich geschwommen. Und dann halt die Cobblestones müsstest du mal noch abbauen. Eimer. Oder willst du lieber einen Milcheimer? Für den Milchbarbubel. Ja. Hast du das Video gesehen, was ich dir heute geschickt habe? Ja. Findest du auch, ne? So, wo bleibt mein Eimer? Wasser, nicht Milch. Ich hab dir einen Eimer Milch geschickt. So, ich muss jetzt nochmal hier kurz dieses Schild hier mal wegnehmen. Da sind Tintenfische hier in meinem Wasser drin. Ach, Mark, was wird denn das hier, du alte Sackratte?
Oh, wie intelligent ich gerade war. Ich muss mich jetzt hier mal wieder enchanten, weil durch dieses ganze Dings habe ich ja das ganze Gedöns verloren. Durch das ganze Dings habe ich das ganze Gedöns verloren. Du bist schon so ein Gedöns. Ja, musst du gerade sagen. Ich war das ja nicht, das war ja der Creeper. Kannst du wieder als Pre-Intro reinschneiden. Durch das ganze Dings habe ich das ganze Gedöns verloren. Hallo Creeper. Na? Au! Der hat sich wehgetut. Nein! Ah! Ich bin ja so in so ein komisches Loch gefallen. Das sieht aus wie eine Mine. Okay. Aha, ich habe nur noch ein Herz, Hilfe. Monströsitätenfalle läuft wieder. Ah! Au! Au! Klar, Pfeifer. Pfeifer. Nur letzte. Heute war wieder gar nichts los, ne? Weder Puffy, noch Jackal. Naja, da waren das so andere Leute aus meiner Klasse, die damit auf den Server kommen wollten, ne, aber die hatten so schlechte Internetverbindung, bei denen ging das nicht. Das ist komisch, ne? Du kannst auf meinen Server spielen, aber nicht auf öffentlichen Servern so gut, auf manchen. Und man kann auf öffentlichen Servern spielen, halt nur mit ein bisschen Gelecke. Und hier geht es fast einwandfrei. Naja, einwandfrei kannst du auch nicht sagen. Fast, habe ich doch gesagt. Gebratenes Hammelfleisch. Ja. Und ich kann mal wieder nichts essen. Welch erfreuliche Nachricht. Doch, hast du doch ein interessantes Thema für uns. Was? Na, du weißt schon, du sprichst doch immer über interessante Themen. Ach so. Heute können wir doch mal über den Feueralarm in der Schule sprechen. Ja, ja. Also die nette Frau Franz heute, gemeinte ja, angeblich... Wir stehen schön gemächlich da in der Schule rum. Plötzlich geht... Und ich dachte mir erstmal so... Besonders weil wir noch gemütlich zum Lehrerzimmer schlendern wollten und Zettel und abgeben. Ja, genau. Wir wollten unser Frühlingskonzert bewerben an der Schule. Und dann geht's wirklich... Und ich dachte mir wirklich ohne Scheiß... Bist du ein Telegramm oder was? Ja, ich habe halt versucht, meine Wut zu verstecken. Und dann bin ich ganz gemächlich da... Hauptsache, der Hut ist dabei. Hauptsache, der Hut ist dabei, ja. Und nach draußen geschlendert, gemütlich. Ja, nach draußen geschlendert. Dabei habe ich einen Maxi gesehen. Ja. Baden! Mann! Scheißkiste! Gib mir mal rauf, ey! Leck mich doch mal an. Aber die legen die Alarme auch immer pünktlich auf die Pause, ne? Ja, das ist System. Spinnenäuglein! Wir haben schon 4 Spinnenäuglein. Ich wollte Holz hacken. Bin ganz von meiner Plan abgekommen. Jetzt ist hier schon fast wieder Nacht. Wir haben doch hier irgendwo Tintensäcke rumstellen. Ja, die liegen bestimmt im Minecart drin. Nein, ich meinte hier Gedöns. Ach so. Ob Jackie sein Haus wieder hergerichtet hat oder war da gar nicht mehr auf dem Server zwischendrin? Ich weiß nicht, muss mal gucken. Ich habe einen Log ausgeschaltet. Schwarzpulver war irgendwo da hinten. Nee, ganz oben. Ey, wir sollten vielleicht mal wieder ein paar Eichen anpflanzen. Könnten wir machen, ja. Weil unsere Eichen gehen nämlich langsam zu Neige. Ich weiß. Irgendwo da hinten muss, glaube ich, auch Leder rumfliegen. Hatten wir nicht hinterm Haus noch was angepflanzt, aber das haben wir auch schon wieder abge-
das habe ich entfernt. Knöchelchen. Naja, müssen wir erstmal jetzt zu Wolfa gehen. Knöchelchen. Ja, also Mann. Feueralarme, Leute, nehmt's trotzdem ernst, auch wenn es bloß Probe-Feueralarme sind. Aber nervig ist. Das ist ganz lustig, nicht, dass ihr den Lehrern da einfach irgendwann mal abkackt, weil ihr nicht an die Feueralarme. Das wäre ganz schlimm, wenn ihr sterbt, weil dann haben wir weniger Abonnenten. Dann sind wir ganz traurig. Wisst ihr? Das gilt nicht an die Leute meiner, an einige Leute meiner Klasse, die meine Videos angucken. Ihr könnt ruhig sitzen bleiben, wenn Feueralarm. Das macht nichts. Das ist nur ein kleiner Kollateralschaden, wenn ihr da so wohnt. Ist ja auch egal. Ich habe dich hier gerade nicht verstanden. Ich habe gesagt, einige Leute meiner Klasse, die können ruhig sitzen bleiben. Wenn Feueralarm. Sei doch mal nicht so böse für diesen Markt. Das ist nur ein kleines Kollateralschaden. 16 Eier, egal, wir haben schon 16 Eier. Wie der Herr Müller, der hat auch mit Zeit Eier, der hat heute gestern durchs Schulhaus gelaufen. Klostein. Was ist denn die letzten Tage noch passiert? Ach ja, explodierende Rotkrautgläser. Hatte ich dir das schon mitgeteilt? Nein. In einem alten Pflegeheim unserer Wahl wollte eine ältere Dame 6 Gläser Rotkraut einkochen und hat diese auf dem Ofen stehen lassen. Es gab einen kurzen Knall und die Wände, die sind jetzt lila. Und es hängt Rotkraut von der Decke. Und an einer Wand ist ein weißer Pfropfen, weil dort ein Deckel von einem Glas aufgeschlagen ist. Und das Randspritzen von dem Rotkraut verhindert hat. Ja, es ist bis zur Decke hoch. Die Dame unten drunter in der Wohnung unten drunter, die war kurz davor, die Polizei zu rufen. Der Explosion sozusagen. Da oben. Ja, Happelbrand-Explosion. Das sieht sehr lustig aus. Der Geruch ist noch nicht ganz verflogen. Es riecht immer noch lecker nach Rotkraut. Aber es kommt bald am Morgen. Ich glaube, die müssen das zweimal überstreichen, bevor es wieder raus ist. Das müsste. Gibt es eigentlich geruchsneutrale Farben? Oder Farbe, die nach Zitrone riecht? Sowas? Probier doch mal Zitronensaft in Farbe reinzumischen. Ach, hier übrigens ist Spohren, der noch nicht richtig verwendet wurde. Warum ist das Haus kaputt? Ja. So tragen sich halt lustige Gestalten in dieser Woche zu. Und ich denke, es gibt diese Woche noch einiges zu erzählen. Ich meine, die Woche ist ja noch nicht zu Ende. Sie ist Donnerstag, 20:01 Uhr. Um genau zu sein. Dem 26. Schweizer. Und möchte. Scheiße, ich brauche Lapis. Nein, jetzt muss ich schon wieder ins Lager zurückrennen. Ach. Piep. Piep. Piep, 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 piep. Wir sollten darunter ein System bauen, womit wir einfach bloß einen Schalter umlegen müssen für ein Item und das dann automatisch in einem Minecart zu dir gefahren kommt. Das ist viel zu aufwendig. Komm, das gute alte Sortieren von Hand. Das ist immer noch. Wir haben mehr Zeit und Geld. Eigentlich mal über das Gewächshaus hermachen? Könnten wir hermachen. Ich habe bloß relativ wenig Holz. Das müsste man wieder an der Pflanzen. Ich hätte auch Sämchen da für dich. Wir uns nicht mal um den Inhalt des Gewächshäuschens kümmern? Wir sollten erst, also du könntest es mal mit Erde auskleiden, aber wir sollten erstmal uns um das Haus selber kümmern. Ach, das ist noch nicht fertig? Nee, ich habe ja noch nicht weitergebaut. Ey, warum leckt denn das heute so? Bei mir nicht.
Ja, ich leck ja hier nur durch die Gegend. Oh no. Mensch, ich habe hier teilweise nur 10 FPS, weiß ich denn das? Warum lädt denn der so lahm? Warte mal, ich connecte mal kurz über einen anderen Weg zu meinem Server, vielleicht wird das besser. So, Lapis. So, jetzt geht es einigermaßen. War vielleicht eine schlechte Idee, erstmal quer übers Internet zu gehen, um dann Server zu kommen. Man könnte auch im lokalen Netzwerk gucken, aber das wäre ja zu einfach. Zum Beispiel Localhost? Nein, ist ja nicht auf meinem Computer. Achso, Book of Love. Bei mir läuft jetzt Book of Love. Und du denkst du, ich Let's Play auf einem 2009er Mac Mini? Nein. Also wobei, aha, Minecraft kann man drauf spielen, ne? Aber... Unsere ist fresher. Ja, sei ruhig für die Zwecke, die ich nicht benutze. Zum Videos schneiden, wo man 10 Jahre dafür braucht. Wir sowieso haben schon. Wir haben einen 2012er. Du kriegst bald einen Power Mac G4, also bitte. Hoffe ich mal. Den wir dann vielleicht modden wollen. Möbel. Au. Creeper. Das heißt nicht maybe, das heißt ja, Schatz. Nein. Das heißt ja, sofort. Was ist denn hier Nemesis der Gliederfüßer? Was? Was? Nix. Da gibt's so ein Verzauberungsdings, das heißt Nemesis der Gliederfüßler. Und was erzeugt Band 2? Oh, Zombie hat Sturz überlebt. Du stehst den Weg und dein Kopf ist nach hinten gedreht und ich speise dich jetzt von Haus. Hä? Nein, ich stehe bei mir immer noch mitten im Haus. Naja, gute Freunde. Hey, was wird das? Was bezeugt Band 2? Keine Ahnung. Also, ich mach dann jetzt mal so langsam Ende so, ne? Guck mal, da steht ein Creeper. Ist der nicht süß? Oh, so, liebe Freunde, ich würde mal sagen, während ich hier nach unten stürze und der wunderschönen Sonne entgegenschaue oder dem Mond, ich könnte euch entscheiden, ne? Und ich langsam schon wieder Wolken sehe. Und ja, das war's dann. Tschüss, aua. Magst du bald halt, ich abschiede dich. Au! Ja, okay, das müssen wir doch probieren. Okay. So, also meine lieben Freunde, von die schlechte Unterhaltung. Das war es erstmal mit Let's Play Minecraft für diesen wunderschönen Tag, von dem ich nicht weiß, welcher es sein wird. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche oder Wochenende. Halt die Klappe. Oder tschüss.